Ja, meine Damen und Herren, würde ich jetzt sagen, ein altes Gesicht wäre das respektlos. Es ist ein bekanntes Gesicht in der Apropos Pferd, das hier neben mir steht, Josef Heigl. Allerdings neu ist der Name und da frage ich jetzt einfach danach, Bohnenkamp ist jetzt der Unterstützer dieses Turnieres. Wie ist es dazu gekommen? Was ist da die Geschichte dahinter? Die Geschichte ist ganz einfach. Nach 11 erfolgreichen Jahren mit der Mieters habe ich mich entschlossen, hier mal eine neue Firma mitzumachen. Und wir haben hier in Hörsching bei Linz ein neues Lager mit Büro aufgebaut. Und Bohnenkamp ist der größte Reifenhersteller von Europa, Reifengroßhändler. Ja, und die Farben sind ja ziemlich gleich noch wie mit Mieters, aber wir sind hier im Aufbau und wollen hier einfach der beste Reifengroßhändler in Österreich werden mit einem super Service und wir sind auf gutem Wege. Das heißt, das Geschäftsfeld, das Geschäftsmodell ist ein ähnliches, wenn nicht das gleiche geblieben. Es geht um das Wichtigste, glaube ich, nämlich die Verbindung zwischen Fahrzeug und Straße und die Verbindung zwischen Ihnen und der Apropos Pferd und dem Turnier von Michael Rösch bleibt damit auch bestehen. Das freut uns natürlich sehr, aber was ist die Motivation da dahinter? Viele PS mit einem PS in einem Boot? Ja, das ist richtig, so wie Sie das gesagt haben. Ja, die Partnerschaft mit Michael Rösch ist schon, ich denke, 5 oder 6 Jahre. Jeder Reiter hat einen Reiterhof oder einen Reitstall. Hier muss man Dinge bewegen vom Stall raus. Und das sind einfache Traktoren, Teleskoplader oder sonstiges. Und die brauchen Reifen. Und das ist das Bindeglied zwischen Fahrzeug und Straße. Und hier habe ich die Möglichkeit, mit vielen Marken hier dem Kunden das Beste zu tun. Fast wie aufs Stichwort fährt unser Traktor gerade vorbei. Muss ich mal schauen, ob der Edan-Reifen von euch auch oben hat. Ansonsten gibt es Schelte. Wir haben einen würdigen Sieger, glaube ich, Peter Szentjamer aus Ungarn erlebt. Eine tolle Jungpferderunde. Beste Österreicherin ist Nina Brandt mit der Tochter vom berühmten KME P. Du hast es sicher auch ein bisschen beobachtet. Wie war so der Sport heute Morgen? Ja, der war wieder sehr, sehr interessant. Es ist immer interessant, hier zuzusehen. Ein toller Sport. Es ist wie eine Familie. Hier kennt man sich und es ist ein guter Beginn für einen schönen Samstag. Dieser Samstag endet heute sehr, sehr spät und wer euch kennt, die ganze Truppe, ich nehme mal an, dass auch wieder ein paar Freunde dabei sein werden bei dir am Tisch, da wird es dann auch sicher noch gute Stimmung geben. Danke auf jeden Fall fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung auch namens der jungen Pferde hier in der Arena Nova beim internationalen Springturnier. Josef Heigl, Bohnenkamp Austria, also Ihr Ansprechpartner, wenn es um Reifen für Traktoren und alles, was so am Hof herumrollt, geht. Herzlichen Dank, Dankeschön.